Hey Leute, ich hoffe, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit, um das Video anzuschauen, weil ich wollte jetzt mal so einiges klarstellen und Sachen sagen, die mir so ein bisschen auf die Nerven gehen. Und zwar wird mir ganz oft an den Kopf geknallt, dass ich wohl selber ein Fake sei. Ich weiß nicht, ob das die Leute sind, die neidisch sind, weil ihre Userpage jetzt gesperrt wurde oder sauer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich irgendwas verpasst habe. Aber ich habe wirklich nie behauptet, dass die Bilder mich zeigen, weil, wie ihr hier sehen könnt, es steht auch überall hier am Rand, Bilder zeigen nicht mich. Dann steht es nochmal oben als Info auf meiner Userpage. Und wenn ich zur Bildergalerie gehe, wenn ihr dann schaut, in den beiden Alben hier, steht es auf jeden Fall drin. Ich habe es noch extra unter jedes Bild drunter geschrieben, dass es nicht ich bin. Und hier müsste es eigentlich klar sein, weil die Namen der echten Mädels stehen ja auf den Bildern drauf. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr nicht lesen könnt, dann dürfte es ja eigentlich nicht mein Problem sein. Und deswegen lasst mich bitte mit solchen Äußerungen in Ruhe. So, dann werde ich gefragt, ob ich keine Hobbys habe. Ich meine, hallo, natürlich habe ich Hobbys. Du sitzt gerade auch vorm PC, hast du deswegen auch keine Hobbys? Und nur, weil ich nebenbei vielleicht Fakes suche, während du, keine Ahnung, ein Spiel spielst oder deine Freunde bei Facebook hinterher spionierst, was weiß ich, heißt dann auch lange nicht, dass ich schlechter bin als du, ne? Merkt ihr das? So. Dann bekomme ich oft die Frage, warum ich das mache. Ja. Warum mache ich das? Zu Anfang erstmal, weil ganz klar in den AGBs von Beton steht, dass Fake-Accounts nicht erlaubt sind, wie ihr hier sehen könnt. Da. Keine Fake-Accounts. So, das ist schon mal der erste Grund. Der zweite ist, dass Fakes im weitesten Sinne Identität klauen. Identität, Entschuldigung. Und ja, stellt euch mal vor, jemand klaut eure Bilder, meldet sich irgendwo an und erzählt dumme Geschichten über euch. Und ihr seid dann die Doofen. Das Beste ist halt, Beispiel ist halt das Zeitmodel Alex Ditte. Und zwar gab es früher einen Fake von ihr, der hieß Amy Parker. Und ihre Bilder waren auch eigentlich unter dem Namen eine Zeit lang sehr bekannt. Und Amy Parker, also Amy in Anführungszeichen, die hat halt gemerkt, dass man ihr auf die Schliche gekommen ist und hat dann irgendwann gesagt, Amy hätte wohl Selbstmord begangen. So. Daraufhin hat Alex ziemlich blöde Kommentare bekommen, wie niveaulos sie sei, weil sie halt eine Tote faken würde, obwohl die echte eigentlich gar nicht tot ist. Sie hat dann auch irgendwann hier dieses Bild angefertigt. Da, fuck Amy Parker, weil sie einfach klarstellen wollte, dass Amy Parker nicht die echte war, sie ist die echte. Und ich weiß nicht, ob ihr über sowas nicht nachdenkt, wenn man faked, weil das geht schon ziemlich weit, solche Scheiße, also ich verstehe das nicht. So, dann bekomme ich noch oft die Frage, woher ich denn weiß, dass die Seiten fake sind. Und ich kann dazu nur sagen, dass ich das eigentlich eher aus Erfahrung weiß. Also ich mache das schon einige Jahre, nicht weil ich halt keine Hobbys habe, ne? Sondern wenn man mal Langeweile hat, während man am PC ist, ist klar, ich habe mich damit beschäftigt irgendwann und ich kenne halt mittlerweile viele Namen von Zeitmodels, wie man auch in den Alben sieht. Und ich habe so langsam so ein Auge für Fakes. Also man achtet ja dann nur drauf, ob da irgendwelche amerikanischen Sachen im Hintergrund stehen oder was weiß ich nicht. Klar, das ist nicht immer der beste Beweis, aber meistens stimmt es ja dann auch. Und ich hoffe, dass ihr jetzt mit dem Video mal so ein bisschen verstanden habt, warum ich das mache. Und dass ich eigentlich niemanden schaden will, sondern eher wirklich den Leuten helfen möchte, die da gefaked werden. Und ja, das war's.